Herzlich willkommen beim Marketing-Hacker, der Podcast für erfolgreiche Unternehmer, Influencer und Leute, die es werden wollen. Unser Ziel ist es, die besten Tipps, Tricks, Shortcuts und Business-Hacks erfolgreicher Unternehmer und Marketing-Innovatoren an euch weiterzugeben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und begib dich nun mit uns auf eine Reise des Wachstums, geprägt durch Innovation und neue Technologien im Bereich Marketing und Neukundengewinnung. Herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Marketing Hacker und wie immer mit einem super spannenden Gast. Heute bei mir Alexander Masi und ihr werdet begeistert sein, was er für euch vorbereitet hat. Alexander kenne ich von unserer One Idea Masterclass. Das ist ein Netzwerktreffen für erfolgreiche Internetmarketer und auch dort hat er eigentlich immer mega Tipps parat und ich bin sehr froh, dass ich ihn fürs Interview gewinnen konnte, dass er seine Ideen auch mit mir teilen wird. Und Alexander, schön, dass du da bist. Hi. Hallo Rainer, grüß dich. Ja, sehr gerne. Ich muss die ganze Zeit über dein Skype-Bild lachen, weil du hast ja eine riesen Brille auf. Das können die Zuschauer jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber das könnte man fast als Podcast-Bild verwenden. Das muss ich jetzt das ganze Interview sehen und drüber lachen. Aber es schafft, dass man die ganze Zeit schmunzeln muss. Also schon mal gewonnen dadurch. Ja, das Bild ist auf einer USA-Reise entstanden. Da war ich im Silicon Valley auf so einem Event und da hatten die so einen Fotokasten und da habe ich dieses Foto irgendwie gemacht. Und dann habe ich gedacht, es passt eigentlich ganz gut. So ein bisschen lustig ist das Bild und dann noch habe ich den Laptop noch da reingeschnitten und dann im Hintergrund die Palmen. Und dann habe ich gedacht, das passt ganz gut zu mir, ja. Beschreib deine Persönlichkeit. Ja, ich glaube, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin jetzt die letzten 3 Jahre ungefähr so 6 Monate im Jahr immer auf Reisen gewesen, habe alle die Orte, die ich sehen wollte, bin ich einfach mal hingeflogen, auch oft länger auf Reisen, mal mehrere Monate und von da steuere ich dann mein Online-Business und ja, das gibt mir halt eine ganze Menge Freiheit. Das Tolle ist, ich habe bei dir den Begriff digitaler Nomade gelesen. Ich habe noch nie mit einem digitalen Nomaden gesprochen, deswegen ist es auch für mich jetzt eine Entjungferung zu sagen, ich habe heute meinen echten digitalen Nomaden hier am Start. Also ich denke mal und ich hoffe, darüber wirst du ein bisschen was erzählen. Und ich möchte dich heute auch ein bisschen aushorchen zum Thema Videomarketing. Wenn ich was sehe von dir, sind es ja immer Video-Ads. Ich glaube, da wirst du auch den ein oder anderen Hack für mich bestimmt mal parat haben. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde mich mal interessieren, was hast du vorher gemacht? Wie bist du zu dem gekommen, der du heute bist? Und wer bist du eigentlich heute? Ja, also meine Geschichte. Fangen wir mal in der Schulzeit an. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Ich war immer so ein bisschen auch so ein kleiner Störenfried, würde ich sagen. Habe nicht so ganz ins Schulsystem gepasst. Vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Abitur ging, wurde ich immer schlechter, habe dann gerade so mit Ach und Krach noch mein Abi geschafft und dann kamen schon die ersten Zukunftsängste auf und ich habe gedacht, ja, was soll mal aus mir werden, weil in der Schule wird man ja eigentlich auf so einen klassischen Job vorbereitet, so jeden Tag im Büro sitzen, vielleicht auch immer ähnliche Sachen machen und da habe ich schon gemerkt, da komme ich nicht so gut mit klar, habe dann während des Studiums durch einen echt glücklichen Zufall eigentlich. Ich hatte nämlich meinen Personalausweis verloren an Karneval. Und dann musste ich ein neues Bild für den Personalausweis machen. Und dann kamen wir auf die Idee, also ich zusammen mit einem Freund, dass wir doch die Bilder auch online machen können und haben dann mein erstes Online-Projekt gegründet. Das war persofoto.de. Und das war so für mich der Einstieg ins Unternehmertum. Und das kam wirklich daraus, dass ich gedacht habe, was soll aus mir werden, wenn ich irgendwie einen klassischen Job annehme. Das war eher so aus der Verzweiflung raus quasi damals. Das ist aber eine geile Idee. Passt ja. Ja, auf jeden Fall. Sind wir auch weltweit dann unterwegs mit gewesen, bis ich jetzt dann 2014 da ausgestiegen bin und dann mich auf meine eigenen Projekte konzentriert habe. Du hast also viele Millionen gekriegt und bist dann ausgestiegen? Nee, viele Millionen habe ich nicht bekommen. Es war eher so, dass wir einfach nicht mehr an einem Punkt waren, wo wir nicht mehr zusammen weiterarbeiten konnten, weil wir auch unterschiedliche Interessen hatten, wie das Ganze weitergehen sollte. Ich war halt immer schon der Typ, so die Freiheitsliebe, die war in mir drin, das Reisen und das hat halt irgendwann nicht mehr ganz gut gepasst und dann haben wir uns getrennt. Da muss ich sagen, das war dann für mich eher so ein Neustart, was das Thema Online-Business angeht. Es ist dann so schade, wenn sich was Erfolgreiches zerschlägt, nur weil sich menschlich ein bisschen verwirft. Ne? Aber es ist halt, merkt es doch die Basis für gutes Business. Ja, eine Sache, die ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, war, dass wenn man ziemlich alles verloren hat
und dann nochmal zurückkommt, das gibt einem sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Also jetzt habe ich viel weniger Angst vorm Scheitern, als ich es damals hatte, weil ich es halt einmal erlebt habe und weiß, also nachdem das vorbei war mit dem Unternehmen quasi, 2, 3 Wochen später war mit die beste Zeit meines Lebens. Ich habe echt nur noch an geilen Sachen gearbeitet, an die mir Spaß machen. Habe in Malaga die Zeit verbracht, in einer WG mit irgendwie 5 Mitbewohnern gelebt und einfach an tollen Online-Projekten wieder gebastelt. Und das war wirklich für mich ein wichtiges Learning, also dann mal wieder anzufangen bei Null, dass das auch sehr befreiend sein kann. Glaube ich. Ist auch cool für sich selber eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das kann einem dann keiner mehr nehmen. Und in den USA ist es so, dass viele Leute, die gescheitert sind mit ihrem Unternehmen, dass sehr positiv gesehen wird, dass sie dann sagen, hey, cool, der hat Erfahrung gesammelt. In Deutschland ist es eher so, dass die Leute dann sagen, Mensch, was hast du denn da gemacht oder so, dass dann auch mal ein bisschen abfällig drüber geredet wird. Und das ist, glaube ich, das, was in der deutschen Unternehmerkultur vielleicht so ein bisschen fehlt. Ist es denn auch für dich jetzt heute oder ich glaube, das ist ja auch Bestandteil deines neuen Business oder du beschäftigst dich relativ viel mit Persönlichkeitswachstum auch, oder? Was machst du da genau? Also ich helfe Menschen eigentlich dabei, aus dieser klassischen Karriere rauszukommen und aus dem kleinen Gefängnis, was sich viele Menschen vielleicht gebaut haben. Ich glaube, jeder hat mal so im Leben irgendwann mal so einen Traum, der sagt vielleicht, ey, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, ich würde gerne mal ein paar Videos drehen, ich würde gerne mal vielleicht Menschen inspirieren. Und die meisten Leute leider machen es dann nicht. Und es gibt Studien, dass fast 90% in Deutschland der Menschen mit ihrem Job oder mit ihrer, sag ich mal, Beruf mit ihrem Beruf in irgendeiner Weise unzufrieden sind. Und da den Menschen, denen helfe ich dabei, da rauszukommen. Und das ist natürlich einmal das Thema finanzielle Freiheit, also natürlich auch online Geld zu verdienen. Aber da steckt auch noch eine ganze Menge mehr dahinter, weil es gibt da draußen auch ganz viele Unternehmer, die zum Beispiel ein tolles Unternehmen haben, aber trotzdem gar keine Freiheit haben und auch vielleicht ihr Leben lang was machen, wo sie gar keinen Spaß dran haben. Und da möchte ich den Menschen einfach helfen, wirklich von vornherein freiheitlich so ein Business aufzustellen, dass man seine Stärken unterstützt, dass man was tut, wo man wirklich Spaß dran hat, wo man Leidenschaft für hat und dass man vielleicht auch im Optimalfall was Tolles in die Welt bringt und damit dann auch noch Geld verdient. Okay, wo finden wir das und wie heißt das Projekt? Und Das ist freedomacademy.de. Okay. Genau, und es gibt auch noch eine Seite digitalernomade.de, wo ich jetzt gerade auch noch ein neues Projekt und bald auch mein Buch starten werde. Okay, definier mir doch mal den digitalen Nomaden, oder? Was bedeutet das eigentlich? Ja, digitaler Nomade ist halt jemand, der sein Geld online verdient und dadurch die Möglichkeit hat zu reisen, auch den Fokus hat zu reisen. Ich sage immer, so ein schönes Sprichwort ist, lieber barfuß zum Strand als im Mercedes zur Arbeit. Also es geht oft wirklich darum, in erster Linie erstmal Freiheit zu bekommen und das zu tun, wo man Spaß dran hat und dann natürlich im nächsten Step daraus dann natürlich noch ein tolles Business auch zu machen, mit dem man auch gutes Geld verdienen kann. Aber es ist wirklich so, dass der erste Step erstmal die Freiheit ist. Und ganz, ganz viele, ich treffe überall digitale Nomaden, natürlich auch durch das, was ich tue, die wirklich überall auf der Welt unterwegs sind, die in Thailand im Coworking Space sitzen oder die man in Las Palmas im Café trifft, die das auch schon, diesen Traum schon für sich Realität werden haben lassen. Und das ist einfach eine tolle Sache. Sehr cool. Wie viele Stunden arbeitest du dann? Oder wenn du so viel reist oder sitzt du jetzt trotzdem unter Palmen, klägst aber 18 Stunden durch, wie mein Kollege sagen würde. Also ich liebe auf jeden Fall, was ich tue und ich mache sehr wenige Dinge, wo ich keine Lust drauf habe, sage ich jetzt mal. Also das ist das glaube ich, es gibt ja bei jedem vielleicht, wenn man so ein Unternehmen startet, gibt es immer Sachen, die steuern oder sowas, wo man sich vielleicht irgendeiner Weise drum kümmern muss, zumindest wenn es kritisch wird. Und ich habe das Unternehmen halt so strukturiert, dass ich halt die allermeiste Zeit wirklich zum Beispiel Videos mache oder vielleicht mit Menschen auch direkt was mache, manchmal in Form von Workshops, wenn ich natürlich Lust drauf habe oder auch Produkte erstelle, also das, was mir am meisten Spaß macht. Das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Da gibt vielleicht auch den anderen, der wertet gerne Zahlen aus, der macht vielleicht was anderes, aber bei mir ist das halt so. Und da helfe ich halt Menschen auch bei, wirklich ihre Stärke zu finden und sich dann auch so in seinem eigenen Unternehmen zu positionieren, dass man nur noch Spaß hat. Aber um deine Frage zu beantworten, bei mir ist es so, ich habe wirklich Zeiten, wo ich manchmal 2 Wochen lang fast gar nichts mache. Ich habe aber natürlich auch Zeiten, wo ich dann total einen Sprint mache und dann wirklich 1, 2 Wochen lang komplett die ganze Zeit voll in etwas aufgehe und total am Arbeiten bin. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich würde sagen, im Schnitt sind das vielleicht so
3 Stunden am Tag, die ich vielleicht arbeite. Okay, cool. Und du hast jetzt auch gerade das Stichwort Videos gesagt. Worin liegt dir das? Man sieht ja auch immer und überall von dir Videos. Ist das dein liebstes Medium oder? Ja, ich finde es ein sehr starkes Medium-Video, weil ich glaube, im Internet ist eines der größten, also wenn man mit dem Internet ein Business startet, eines der größten Probleme ist oft, dass man das Vertrauen einfach noch nicht da ist. Und ich glaube, Video ist eine der besten Möglichkeiten, um wirklich als Person wahrgenommen zu werden und dadurch auch Vertrauen aufzubauen. Und man kann, und weil es halt mir, ich auch sehr, sehr großen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung lege. Also ich sage, du sollst erstmal zu der Persönlichkeit werden, die anziehend ist und interessant ist. Und das kann man auf Video so gut darstellen. Wenn man halt eine interessante Persönlichkeit ist, dann reicht das, ein paar Minuten Video zu sehen und da wird so viel mehr kommuniziert. Und das ist, glaube ich, das Tolle an Video. Und jetzt natürlich dadurch, dass auch die Internetleitungen immer schneller werden, die Smartphones immer besser werden, und insgesamt halt Video auch immer mehr möglich ist, muss man einfach so sagen. Also man kann heute mit dem Handy überall in 4G schnell Videos abspielen und ja, es geht ja alles in Richtung Smartphones und das ist, glaube ich, so ein Grund, warum es halt auch immer mehr wird und alle, wenn man jetzt zum Beispiel so Plattformen sieht wie Instagram, die haben zu Beginn noch keine Videos angeboten, jetzt nehmen sie Videos noch mit rein, YouTube oder sowas oder Twitch, da wird live gestreamt, also die ganz neuen Plattformen, die jetzt alle so ziemlich abgehen gerade, da ist ein Video schon ein sehr, sehr starkes Medium oder auch Snapchat kann man auch noch mit reinnehmen, das ist auch ein sehr stark videobasiertes Medium. Wie erstellst du denn solche Videos oder sagst du jetzt einfach, hey, yo, darüber möchte ich sprechen, stellst die jetzt vor die Kamera oder Ja. skriptest du vorher, wie ist da dein Setup? Also zuallererst, wenn ich ein neues Video mache, heute muss ich sagen, also ich habe das früher nicht so gemacht, aber heute mache ich das so, dann mache ich erstmal eine Recherche und schaue, was gibt es denn da draußen zu dem Thema schon, zu dem ich ein Video machen möchte, weil ich halt gemerkt habe, gerade auf Plattformen wie YouTube, der Titel und das Thumbnail, also das Bild, das Vorschaubild, zum Beispiel, ist so wichtig bei YouTube. Und dann gucke ich als allererstes mal. Ich habe zum Beispiel letztens ein Video zum Thema Minimalismus gemacht, weil mich das Thema sehr interessiert. Ich lebe sehr minimalistisch, habe wenig Dinge in meiner Wohnung und so weiter. Dann habe ich mir mal die besten Videos zu dem Thema angeschaut, habe mir den Titel und das Bild angeschaut. Und dann habe ich dann da wirklich Parallelen gesehen. Es war immer eine Person zu sehen in groß, teilweise Ausschnitte von der Wohnung. Und dann ein Titel so Minimalismus für Anfänger war das Thema. Und dann habe ich das Video auch genauso aufgebaut. Und dann habe ich auch noch, also ich suche mir erstmal meistens am amerikanischen Markt gute Videos vom Titel und vom Bild her. Und das ist vielleicht mal so der allererste Tipp, darauf sehr, sehr viel Wert legen bei Videos. Und auch wenn man natürlich jetzt so ein Marketingvideo oder sowas aufnimmt, dann ist das, was über dem Video steht, die Überschrift und so weiter, das ist auch wichtig. Da suche ich mir erstmal einen sexy Titel, sage ich mal, der gut ankommt. Und dann schaue ich mir natürlich auch an, gerade bei so Medien wie YouTube, da kann man ja auch bewerten. Und du siehst bei jedem Video die Bewertung. Da kann man auch dann mal inhaltlich reinschauen, was sind denn Videos, die vom Inhalt gut angekommen sind und kann da dann wirklich sich auch nochmal dran orientieren, dass man vielleicht noch ein, zwei Punkte davon mit reinnimmt, zu dem, was man, ich sage immer so, Bruce Lee, der hat ein ganz gutes Sprichwort gesagt. Also lass weg, was unnütz ist, füge hinzu, was wichtig ist und dann füge noch hinzu, was ganz von dir selbst kommt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Sprichwort dazu. Also das ist immer das Erste. Mache ich erstmal so eine kleine Recherche und schreibe mir dann auch so ein kleines Storyboard auf und dann habe ich erstmal mein grobes Video schon mal geplant. Aber du hast ja auch doch ein Kernthema für dich, oder? Weil es ist ja jetzt so gerade so, okay, die meisten Leute sprechen ja über Themen und sagen, die sie von Grund auf begeistern, wo man ja auch viel aus eigenem Wissensschatz erzählt oder aus der eigenen Erfahrung heraus. Und jetzt nicht nur, weil du sagst, du guckst nur andere Videos, das wäre, oder ist dein Geschäftsmodell einfach zusammenzufassen von anderen? Ja, ich gucke einfach nur Videos von anderen, genau. Nee, Quatsch. Nee, 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 das sollte nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall beim Titel würde ich mich inspirieren lassen. Nicht beim Inhalt so stark. Also Inhalt muss ich sagen, mache ich jetzt zum Beispiel fast gar nichts. Aber es sei denn, ich sehe wirklich, da ist ein ganz interessantes Video, super gut bewertet, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an, wie der das gemacht hat, weil es auch wichtig ist, wie der das gemacht hat. Aber ich würde mich beim Titel schon inspirieren lassen, bei anderen Videos, weil im Endeffekt der Titel ist wie so eine Süßigkeit. Und sagen wir mal, wenn du Menschen wirklich helfen willst, dann ist es oft eine bittere Pille. Dann nimmt man aber erstmal die Süßigkeit, das ist der Videotitel, den die Leute vielleicht wirklich haben wollen, packt da dann auch vielleicht ein bisschen bittere Pille mit rein. Das ist vielleicht dann auch ein Titel, wo Leute dann auch was tun müssen, natürlich. Und seinen Content. Aber es ist nicht schlecht, da mal drüber gerade bei YouTube, sage ich mal, ist das so, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Aber ich, bei mir ist es so, dass ich meine Videos zum Beispiel inhaltlich eigentlich, also ich rede über Themen, die mich begeistern.
Das ist zum Beispiel das Reisen oder sowas wie Minimalismus oder sowas, wie ich irgendwas schnell selber aufgebaut habe. Ich zeige oft so Videos, wo ich dann zeige, ich habe in 5 Minuten ein Logo erstellt oder wie ich eine Webseite in 15 Minuten erstellt habe und so weiter, weil das irgendwie sehr motivierend für mich selber ist und auch für andere. Aber ich packe das, gucke dann immer oft so, was sind denn die Videos? Und so habe ich auch sehr, sehr gute, also was sind Videos, die gut funktioniert haben? Und so habe ich sehr, sehr gute Platzierungen auch erzielt. Sorry, wenn ich manchmal beißend reinfrage, aber meine Zuhörer verlangen das immer von mir. Ja, das finde ich super. Ja, das ist genau das, denke ich, was so ein Podcast auch ausmacht, dass man auch mal zwischen den Zeilen fragt. Es stimmt, ich kenne das aber selber von YouTube. Da sind manchmal so geile, reißerische Titel und dann klicke ich drauf und dann ist irgendwie totaler Bullshit dahinter. Aber man sieht ja. Das dann auch schon immer an den Bewertungen. Die sind natürlich dann, haben 10-mal so viel negative Bewertungen wie positive. Also das muss oder sollte, glaube ich, schon für die langfristiges Überleben des Videos oder eine gute Platzierung, sollte das schon irgendwo kongruent sein, ne? Absolut. Also Clickbait, das ist ja das, was du ansprichst. Also wirklich jetzt den Titel so total reißerisch formulieren und dann, dass da gar nichts dahinter ist, das ist nicht gut. Also der Titel sollte immer natürlich in einem starken Zusammenhang, sage ich sogar, zu dem Video stehen. Also das ist extrem wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man den Titel relativ am Anfang des Videos schon aufgreift. Also ich sage immer so, wenn ich ein Video mache, die ersten Sekunden sind mit am wichtigsten. Und was als allererstes bei mir immer kommt, ist, dass ich das Versprechen, was ich in dem Video gebe, nochmal ankündige und sage, hey, in diesem Video geht es darum, und dann das Versprechen natürlich direkt mitgebe auf dem Weg. Dass die Leute erstmal wissen, hey, wenn ich das Video schaue, bekomme ich das. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dann auch das nochmal direkt aufgreift. Ja, und wie gehst du dann vor, wenn du das jetzt Video, ich sage mal, jetzt hast du dein Skript geschrieben, oder dich vorbereitet, stellst dich dann vor die Kamera, hast du dann ein fettes Setup oder ist das relativ intuitiv? Wie macht man das? Also da bin ich der Meinung, dass eigentlich einfach oft noch zu kompliziert ist. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass die Videos hochprofessionell sind. Ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Und wenn man jetzt in den Bereich Motivation geht vielleicht, dann kann man mal ein bisschen auch aufwendigere Videos drehen. Aber wenn es wirklich darum geht, erstmal Content rüberzubringen, also Menschen zu helfen, dann bin ich der Meinung, dass der wichtigste Teil immer der Content ist und dass es nicht so wichtig ist, jetzt da 10 verschiedene Kameraperspektiven zu haben. Und ich bin da wirklich sehr einfach unterwegs. Ich habe eine Kamera, das ist eine Canon Legria Mini X, eine ziemlich einfache Kamera. Mit der habe ich ganz, ganz viele von meinen Videos gefilmt. Mittlerweile mache ich ab und zu auch, nehme ich mal eine Spiegelreflexkamera. Aber ich kann wirklich sagen, mit sehr, sehr gutem Gewissen, die neuen Smartphones, und das ist auch das Coole an dem Videomedium, die neuen Smartphones sind so gut, dass wenn man die auf ein Stativ stellt und die ruhig stehen, dass man damit super Videos produzieren kann. Und dann ist eher die Frage, wie schafft man es, guten Ton noch dazu zu haben? Und da empfehle ich halt so auch so Handy-Mikrofone wie das Rode SmartLaw X, heißt das, glaube ich, oder Rode SmartLaw heißt das. So ein Handy-Mikrofon, was man einfach ins Handy einstöpselt, was super Ton, was man so anstecken kann sich, also ans Reverb quasi, was super Ton macht. Und das ist vollkommen ausreichend. Wäre nur nicht der Lightning aktuell, ha? Bitte? Wäre nur nicht der Lightning aktuell am iPhone. Ja, stimmt. Da gibt's immer wieder neue. Apple ist da immer wieder auf dem neuen Trip, was das angeht. Aber stimmt, cool. Und wie lange schneidest du das dann noch oder versuchst du stehgreif zu machen oder wenn du sprichst, wie kriegt man das richtig cool hin? Vor allem vielleicht auch für die Leute, die sich an das Medium noch nicht so rantrauen. Hattest du diese Berührungsängste am Anfang auch oder war das bei dir so, hey, passt? Mein erstes Video, das ist original noch auf YouTube, da mache ich 4 oder 5 Minuten lang, rede ich darüber, wie man die Passbilder macht bei unserem ersten Unternehmen und ich blinzel kein einziges Mal. Also super weird. Da haben welche drunter geschrieben, so Alex, hast du Glasaugen oder so? Also wirklich, und da sieht man auch, es ist erstmal völlig unnatürlich, wenn man mit einer Kamera spricht. Deswegen empfehle ich, wenn man startet und noch gar nichts gemacht hat, sich vielleicht erstmal mit einer anderen Person vor die Kamera zu setzen und sich einfach mal interviewen zu lassen. Weil das ist viel einfacher. Wir sind sofort in so einem Modus. Das mache ich auch mit den Teilnehmern von meinem Inner Circle, so wenn wir dann Videos drehen und die haben das noch nie gemacht, dann setze ich mich daneben und wir quatschen einfach und dann sind die meistens super natürlich, die Videos. Währenddessen, wenn die alleine mit der Kamera reden, ist es erstmal super komisches Gefühl und das sieht man dann auch direkt auf der Kamera. Also das ist vielleicht mal ein Tipp für den Anfang, dann vielleicht zu zweit erstmal Videos zu machen, weil es dann viel einfacher ist, da direkt auch natürlich zu wirken. Und du hast gesagt, wie ich das so mache. Also ich achte immer darauf, dass ich viele Geschichten mit drin habe, weil ich glaube, dass
das auch was gar nicht so gut ankommt heutzutage, ist dieses Oberlehrerhafte, wenn man halt so sagt, so ja, du musst das und das so und so und so machen. Viel besser ist halt, wenn man eine Geschichte erzählt. Also ich überlege mir dann zu den ganzen Punkten, die ich rüberbringen möchte, erstmal eine Geschichte und sage ich, hey, cool, da kann ich die Geschichte erzählen, wo ich in Lissabon war, wo wir schnell irgendwie ein Business gestartet haben, anstatt dann irgendwie den Leuten zu sagen, so startest du einen schnellen Business, dann zu sagen, hey, cool, wir haben da ein richtig geiles Projekt gemacht, das hat super geil funktioniert, wir haben so und so viel Umsatz damit gemacht und wir haben das Ganze in ganz kurzer Zeit gemacht. Was haben wir alles gemacht? Und dann den Leuten das erstmal erzählen und nicht dieses Oberlehrerhafte gerade zu bringen, so ich weiß, wie das geht, sondern einfach den Leuten anhand von einer Geschichte das zu erzählen. Das ist ganz wichtig. Und was ich auch oft mache, dass ich mir einfach einen Aufhänger suche. Also ich gehe dann einfach mal zum Beispiel zu einem Thema, letztens habe ich ein Video zum Thema Digitalisierung gemacht, dass ganz viele Jobs wegfallen. Dann habe ich mir erstmal einen Artikel geholt aus einer Zeitung, ich glaube, es war die Wirtschaftswoche, und habe gesagt, schaut mal hier, die Wirtschaftswoche schreibt, die Hälfte aller Jobs werden in den nächsten Jahren wegfallen. So, ne? Und das als Aufhänger genutzt, anstatt immer selber das zu sagen, sondern sich da wirklich auf was zu berufen, entweder auf eigene Erfahrung oder auf vielleicht einen wertvollen Artikel oder sowas. Aber dass man nicht immer da, das ist, glaube ich, oft, was ich bei Leuten sehe, die anfangen, dass sie dann wirklich denken, sie müssten jetzt die super Instanz vor der Kamera sein, alles wissen. Und das ist, glaube ich, gerade das, was nicht so gut ankommt bei den Leuten, sondern lieber dann mal eine Geschichte erzählen. Sehr coole Hacks. Vor allem auch das mit dem, die Angst überwinden, das du vorhin gesagt hast, wollte ich noch kommentieren. Also super guter Trick. Vielen Dank dafür. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Vielleicht hast du da mal eine Lösung. Warum verstellen sich die Leute, wenn sie vor der Kamera sind? Weil ich sage, eigentlich das Wichtigste ist, wenn ich vor der Kamera stehe, dass ich mich genauso verhalte, wie wenn ich nicht vor der Kamera stehe. Aber auf einmal versuchen die Leute komplett wer anderes zu sein und diese Person ist meistens scheiße. Also ja, zum Beispiel Dialekte wegzulassen und so. Auf einmal hat man keinen Dialekt mehr und man klingt einfach nur noch grausig. Ja. Warum machen das die Leute, weißt du es? Also ich glaube, in erster Linie ist es natürlich ein unterbewusstes Ding. Man spricht halt nicht mehr mit einem Menschen. Wenn man mit einem Menschen spricht, das macht man sein Leben lang. Das heißt, da hat man sehr viel Erfahrung. Man sieht die Person, man sieht das Feedback der Person auch. Man hört halt, was vielleicht sagt die Person auch noch was dazu. Und das ist halt sehr, sehr viel einfacher. Wenn man dann vor der Kamera spricht, dann geht man sofort wieder zurück in seine ersten Erinnerungen als Kind. Was hat man da gemacht als Kind? Wurde man vielleicht auf dem Geburtstag gefilmt oder musste irgendwas aufsagen oder so? Dann ist man genau in diesem Modus, wie du sagst. Man redet so oberlehrerhaft, man redet nicht normal, man versucht irgendwelche besonderen Worte zu verwenden und die ganze Natürlichkeit ist sofort weg. Was auch so eine Zwischenlösung ist, ich war auch schon mal beim Fernsehen, wo ich da auch schon mal interviewt wurde und die haben das immer so gemacht, dass die einen dann auch, die fragen einen immer in der Interviewsituation ganz viele Fragen, filmen das und schneiden das dann nachher zusammen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Methode, dass man halt einfach dann zum Beispiel, wenn man ein Video zum Thema, weiß ich nicht, jemand, der sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, so die 5 besten Lebensmittel, dann stellt man eine Person hinter die Kamera, vielleicht einen Freund oder eine Freundin und die fragt dann, hey, Mensch, Micha, erzähl mir doch mal, was sind denn deine 5 besten Lebensmittel? Und dann fängt die Person an zu reden, dann ist das auch einfacher, weil man dann wieder in diesem Modus ist. Es ist einfach eine Natürlichkeit, aber man kann es auch sehr, sehr gut lernen. Also je mehr man das macht, desto besser wird man auch da drin. Okay, wir haben jetzt auch gesagt, Videoschnitt oder Videos produzieren ist einfach. Man kann mit dem iPhone alles aufnehmen. Es gibt Ansteckmikros, Skripte schreiben, Möglichkeiten. Aber jetzt kommt das Komplizierte, der Schnitt. Hast du dazu auch ein paar einfache Hacks noch? Wie kriege ich jetzt schnell Anfang, Ende beschnitten oder ja, Probleme reduziert? Ja, da habe ich einen ganz guten Hack, der auch recht neu ist. Und zwar, ich habe mal der Neffe, der Kleine von meiner Schwester, der wollte jetzt mit YouTube anfangen. Und dann habe ich natürlich überlegt, der hat keinen neuen Rechner oder so, einen etwas älteren. Wie kann er das denn machen? Weil ich kenne das von mir. Bei mir, mein Rechner, der ist immer voll gewesen, wenn ich irgendwas mit Videoschnitt gemacht habe. Und der hat die ganze Zeit, irgendwie wurde der super laut, weil er die ganze Zeit am Rechnen ist. Also Videoschnitt ist sehr aufwendig. Man braucht dann schnell einen Rechner für. Und dann habe ich da mal ein bisschen nachgesucht und habe dann eine Online-Software gefunden, die heißt V-Video, also W-E und dann Video.com. Und das ist der Wahnsinn, da kann man das komplett online schneiden. Also ich habe seitdem alle Videos wirklich hochgeladen einfach und die dann online geschnitten. Das heißt, die werden nicht auf meinem Rechner mehr berechnet, sondern auf einem Rechner, der irgendwo im Internet ist. Und das hat mehrere Vorteile, habe ich jetzt gemerkt. Erstmal, ich kann einen Mitarbeiter das Video schneiden lassen, ist auch nicht sehr aufwendig. Ich kann es mir dann nochmal anschauen und kann es dann rendern lassen, also dann quasi das Video erstellen. Ich kann das mit ganz, ganz vielen Menschen teilen. Also ich kann meine ganzen Videos hochladen, kann dann einfach den Zugang an jemand anderen geben und der kann sich da einloggen, kann sofort loslegen zu schneiden. Und es ist auch wirklich nicht besonders kompliziert. Und gerade für die Videos, die
die ich jetzt mache, das sind ja oft nur so Videos, wo man das Ende vielleicht mal wegschneiden muss, zwischendrin ein Logo reinschneiden und einen Anfang. Sowas kann man super damit machen. Und man kann auch wirklich Texte einfügen, man kann Hintergrund austauschen und das alles online. Und das ist wirklich meiner Meinung nach eine Vereinfachung um den Grad 10 oder so. Also wirklich würde ich jedem empfehlen. Früher habe ich da den YouTube-Video-Editor empfohlen, aber den gibt es jetzt auch nicht mehr. Also mit YouTube kann man auch Videos schneiden, wissen die wenigsten. Aber ich glaube, das haben die jetzt auch eingestellt. Aber diese Video-Software, die ist dafür super geeignet. Würdest du auch sagen, das ist für Webinare geeignet oder gehen da keine längeren Videos? Weil das wäre eine krasse Sache. Das ist auch geeignet für Webinare. Und das ist sogar super gut, weil wenn du dann jemanden das schneiden lässt und du kannst auch jemanden das schneiden lassen, der noch gar keine Erfahrung hat mit Videoschnitt, weil es so einfach ist, dann kannst du dann dich dann wirklich nochmal einloggen. Du schaust über die Datei und du siehst ja dann die einzelnen Parts und dann kannst du da ganz schnell 3-4 Änderungen noch machen und dann das Video nochmal rendern. Und das ist halt, und das ist dann in einer halben Stunde oder so, ist das fertig gerendert. Du musst den Rechner auch nicht anlassen, du klappst den einfach zu, machst was anderes und kommst nachher zurück und das Video ist online. Also das kann man sehr, sehr gut für Webinare verwenden. Okay, krasse Empfehlung, werde ich mir auch gleich mal anschauen. Weil es sind auch relativ viele Kunden, die da einfach Schwierigkeiten haben, die komplette Ausstattung für Videos. Einfach immer das, wo die Leute zu viel Sorge haben, weil sie denken, sie brauchen zu viel und nicht die Einfachheit sehen. Und natürlich der Schnitt war schon immer auch, ein Schnittsoftware war ja auch relativ teuer, sich da irgendwie und dann einlernen und so weiter. Man braucht dann auch nicht mehr so eine Software, die den Bildschirm aufzeichnet, weil das die wie Video auch kann. Ach, das also, kann es auch, ja? Ein Plugin. Ja, genau, dann sind die Videos auch direkt online. Und eine Sache, die auch sehr gut ist, ist, dass man das Video, wenn man das Video jetzt noch auf dem Rechner hat, man möchte aber schon sofort loslegen zu schneiden und das dauert vielleicht ein bisschen, bis man das hochgeladen hat, dann haben die das so implementiert, dass das Video am Anfang tatsächlich auch schon von der Festplatte geladen wird. Das heißt, du kannst sofort mit dem Video loslegen. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist die Zukunft des Videoschnitts insgesamt. Ich glaube insgesamt, dass alles, was heute irgendwo noch auf deinem Rechner installiert ist, wird in Zukunft irgendwann mal in der Cloud, also irgendwo im Internet sein. Und deshalb ist das, glaube ich, ein richtig guter Schritt, da frühzeitig auch umzustellen. Komm, gib's doch zu, es ist deine Software oder du bist Investor. Ja, schön wär's. Nee, wirklich nicht. Ich bekomme auch keine Provision oder so. Also das sind echt Sachen, die ich einfach empfehle. Aber das ist doch auch vom Marketing her immer, wenn man sowas schafft, sei es ein Produkt, sei es ein Club oder ein Infoprodukt, wo die Leute so begeistert drüber reden und nicht mal Provision kriegen und es einem auch nicht gehört, aber man einfach drüber spricht, weil es so geil ist. Das finde ich immer das schönste Marketing, das man machen kann. Ja, finde ich auch. Und ich finde, das ist auch, das hat man auch einfach verdient. Wenn man halt einen guten Wert gibt mit seinem Produkt, dann kommt es halt zurück. Und deshalb muss man als Unternehmer auch immer darüber nachdenken, wie kann man so viel wie möglich Wert geben. Und deswegen sage ich auch, dass Videos so gut sind, weil man halt, man kommt einfach einer Erfahrung, die, sag ich mal, so wie dir bringt jemand etwas bei. Man kommt da so nah dran, wenn ich dir jetzt meinen Bildschirm zum Beispiel zeige, und zeige, wie mache ich das? Da kommt man so nah einfach da dran, dass man neben der Person sitzt und kann so vielen Leuten auch beibringen. Ne? Und deshalb ist Video halt auch so ein gutes Medium, weil man halt, und ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu, also Stichwort 360-Grad-Videos, ne? dass wir wirklich zusammen in einem Raum sitzen. Du guckst nach rechts, du siehst mich und ich erkläre dir was an der Tafel oder sowas zum Beispiel oder solche Sachen, die kommen ja alle und das ist, die Technik ist ja dafür schon da eigentlich. Und das kommt in den nächsten Jahren sicherlich auch noch. Sehr, sehr cool. Also mega gute Inspirationen. Vielen Dank dafür. Und zum Abschluss, vielleicht magst du nochmal sagen, wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Für wen oder was stehst du zur Verfügung? Genau, also wenn da draußen jetzt jemand ist, der vielleicht sagt, hey, ich habe keine Lust auf einen klassischen Job, vielleicht auch auf die Karriere, vielleicht, dass der Chef irgendwie viel, viel mehr verdient und viel, viel weniger tut, dann kommt auf jeden Fall mal vorbei, schaut bei der Freedom Academy vorbei, freedomacademy.de. Dort gibt es auch ein Webinar, wo man direkt starten kann, also wo es darum geht, schnell zu starten zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt. Und wenn ihr euch mehr für das Thema digitales Nomadentum interessiert, dann schaut mal bei digitalernomade.de vorbei. Abschließend, du hast doch gesagt, du bringst bald ein Buch raus. Wann dürfen wir was von dir lesen? Genau, März ist das geplant, ja. Das ist, ich habe halt viele von meinen Geschichten auf Reisen genommen, wo ganz verrückte Sachen dabei sind. Also ich habe mal als Model Scout in Prag hier gearbeitet, ich habe mal als Party Promoter in Las Vegas gearbeitet. Ich habe viele verrückte Sachen auf den Reisen erlebt und dadurch, und die kombiniert mit diesem, wie kann man eigentlich den Weg schaffen von diesem Menschen, der halt vielleicht gerade im Job, in der Karriere feststeckt,
auf dem Weg zur Freiheit. Und das habe ich halt alles aufgeschrieben, beziehungsweise schreibe ich gerade noch, und im März kommt das dann. Das Buch heißt Digitaler Nomade, lieber barfuß zum Strand als im Mercedes zur Arbeit. Sehr cool. Das ist der Arbeitstitel. Ich hoffe, ich kriege auch ein Exemplar. Ja, beziehungsweise, ich sehr hoffe, du gerne. denkst ans Hörbuch. Ich muss immer nachfragen, bei jedem gibt es auch das Hörbuch? Ja, wird es auch als Hörbuch geben. Ist ja auch hier, unsere Podcast-Hörer sind Fans vom Hören. Ja, sehr gerne. Da muss ich mich einmal, muss einmal die Stimme dran glauben. Ein paar Stunden reden. Das stimmt. Oder zu Fiverr gehen, sprechen lassen. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also, vielen Dank, dass du dabei warst. Richtig cooler Content. Und ja, an alle da draußen, bis zum nächsten Mal. Und Alexander, schön, danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Ciao, tschüss. Vielen Dank für diese geniale Folge und dass du dabei warst. Sei gespannt auf die nächsten faszinierenden Marketing-Hacks und spannenden Interviews mit superklasse Innovatoren. Falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt diesen Podcast, um garantiert keine Folge zu verpassen. Wir garantieren dir hier die besten Marketing-Tricks und Kniffe, die wir auf dem Markt finden können. Sei dabei und werde auch du zum größten Marketing-Hacker aller Zeiten.